So, wollen wir schön den Akku leer fahren. Rastorf Allertal. Ladesäule fahren und dort laden. Wir werden gleichzeitig die Zeit messen, wie lange er braucht und wie viel Kilowatt er nachgeladen hat derzeit.
bisschen Hochgeschwindigkeitsfahrt eben. Ja, muss ich gucken, wie ich den Wagen ausschalte, wie der sie genommen hat, den Schnitt. Klasse, 120. Super. An der Autobahn konnte ich nicht nehmen, da war überall Stau. Richtung Osten, Richtung Magdeburg war Stau. Richtung Süden auf der A7 war Stau kurz vorm Harz. Und die A2 Richtung Westen auch Stau. Und hier geht es einigermaßen. Nur hier ist ganz gut Verkehr, das ist das Problem. Seitenwind doch sehr anfällig, muss ich sagen.
10:40 Uhr. Soll im Moment mit 21% an der Säule ankommen. Rest und noch 33 Kilometer. Also gute 48, 47 Kilometer Überschuss. Und die werden noch sinken. Das Guthaben in diesem Moment.
18% soll ich ankommen jetzt. Bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr leer fahren. Mein Ziel ist, auf gut 1% runterzufahren. Die Frage ist, bleibe ich bei 1%? Wie gesagt, wenn das Display vom Bordcomputer auf 0 geht, bleibe ich dann stehen. Ich denke schon. Laut Aussagen von anderen Ioniq-Fahrern. Andersrum sagt mir das BMS allerdings, dass ich bei 1% immer noch 3,5% etwa noch im Akku habe. Schwierig. Ich habe keine Lust zu schieben. Das ist wie beim Verbrenner mit der Reserve, wenn er der Zeiger schon hinter dem Roten ist. Wie viel ist da wirklich noch drin? Einmal verkehrt in die Kurve gefahren und dann war es das. Tja, kauft man sich für so ein Wohnmobil eine Eigentumswohnung? Oder ein Wohnmobil? Bei dem Preis? Das ist schwierig. Kälteste Zelle 28 Grad, wärmste Zelle 30 Grad. Das ist okay. Wohlfühltemperatur.